Wieder einmal führt uns das Schicksal zusammen. Ich hoffe, der harte Kriegsalltag hat Sie nicht allzu sehr erschöpft. Seien Sie dankbar, dass sich härtere und erfahrene Männer den Schrecken der Front stellen müssen. Die Gorg erfahren nicht, wer sie getroffen hat. Ich fliege mit meiner Flotte ins Gebiet der Gorg. Sie begleiten mich. Es wird ein intensiver Kampf mit vielen Truppen, daher muss ich zu Ihrer Sicherheit darauf bestehen, dass Sie in einigem Abstand warten, während ich die Kampfschiffe und Grenzfestungen der Gorg vernichte. Danach errichte ich einen Kommandoposten, den wir später als Brückenkopf nutzen können. Aber jeder muss in diesen gefährlichen und unsicheren Zeiten Pflichten übernehmen. Wir werden unser Versorgungsschiff während des Angriffs zurücklassen. Ich gehe davon aus, dass die Gorg es angreifen werden. Captain, Ihre Einheit übernimmt den Schutz des Versorgungsschiffs. Ich hoffe, Sie kennen die Konsequenzen eines Scheiterns, Captain. Wenn Sie unser Versorgungsschiff nicht verteidigen können, werden wir mit einer geschwächten Flotte im Weltraum stranden und hätten keinerlei Überlebenschancen mehr. Es heißt, Sie hätten Talent. Ich hoffe nur, dass Sie mich nicht enttäuschen. Ich habe erfahren, dass Ihrem Kommando bereits zwei Zerstörer unterstellt wurden. Die Brutus und die Sparta sind ausgezeichnete Schiffe mit hervorragender Besatzung. Passen Sie gut auf sie auf, Captain. Ich gebe Ihnen vorübergehend noch einen schweren Kreuzer und zwei leichte Kriegsschiffe. Die sind Ihnen allerdings nur für diese Mission unterstellt. Also sorgen Sie dafür, dass Sie heil bleiben. So, Captain, ich muss mich um meine Pflichten kümmern. Lassen Sie uns nicht im Stich. Und somit hallo und wir sind zurück zu Nexus, The Jupiter Incident. Und wir haben letztes Mal sehr, sehr viel Story-Elemente gehabt. Ich versuche es mal ein bisschen zusammenzufassen, auch für mich, damit ich mich noch an alles erinnere und ich hoffentlich auch die Rassen nicht dauernd durcheinander bringe. Wir haben die Wardrak, das sind ja unsere... Ja, gute Frage, was die für ein Verhältnis zu uns haben. Ich will jetzt nicht unbedingt behaupten, dass sie uns ausnutzen, aber es sind ja mehr oder weniger Pazifisten und wir sind ihre Kampftruppe so quasi. Und da haben wir gegen die Raptoren letztes Mal erfolgreich gekämpft. Das wiederum hat uns den Kriegsgrund gegeben gegen die Gorg und gegen die geht's jetzt. Und wir dürfen da eben das Versorgungsschiff schützen, währenddessen auf der Erde die Mechanoiden wohl alles übernommen haben und ja, die Wardrak in Panik das Wurmloch deaktiviert oder in dem Fall blockiert haben und keiner kann zur Erde im Moment. Und noch dazu die Angel, unsere KI ist ein bisschen seltsam drauf seit der Begegnung mit den Mechanoiden bzw. mit der Entity, also mit dem Anführer sozusagen, der Anführer-KI der Mechanoiden. Gut, in dieser Mission gibt es einiges zum Konfigurieren vorher. Da kann ich auch noch eine Frage beantworten. Vielleicht, dass ich nicht deutlich genug gesagt habe, die Ressourcenpunkte hier, auf die möchte ich nochmal kurz eingehen. Das ist definitiv so eine kleine Schwäche, sage ich mal, von Nexus oder eine kleine Ärgerlichkeit. Weil man kann sich hier insofern verleveln, als dass man ja nur bestimmte Ressourcenpunkte immer zur Verfügung hat. Und Waffen austauschen geht nicht ganz so einfach. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte die Gatling Gun hier haben und die Energiegranate hier haben, nur ein Beispiel, dann müsste ich die ja demontieren, müsste ich die auch demontieren und bekomme für das aber keine Punkte. Also das heißt, wenn ich jetzt hier die wieder einsetze, sprich hier eben die Gatling Gun und da dann wieder, was war das, egal was, was hat man da eingesetzt, Energiegranaten glaube ich, dann haben wir hier einfach Punkte verbraucht, obwohl wir quasi das komplett gleiche Loadout haben wie vorher. Also Waffen tauschen kostet auch Ressourcenpunkte. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und selbst wenn ich jetzt hier eben welche einsetze, Punkte dadurch verbrauche und was anderes Bestehendes rauslösche, ich bekomme keine Punkte dazu. Das heißt, ich verbrauche immer nur. Und das eben ist ein Problem, weil wenn man dann in die falschen Slots die falschen Sachen packt, wie zum Beispiel hier, das sind einfach Slots für schwere Waffen, das heißt, da gehen schwere Waffen und normale rein. Wenn ich da normale reinbaue,
Ja. Und dann später Schwere montieren will, dann muss ich die wieder raushauen. Wenn da welche drin sind, die ich behalten will, Pech. Dann verliere ich eben Punkte. Im Endeffekt über längerfristige Zeit ist es relativ egal, weil in diesem Fall zum Beispiel die Silver Gatling Guns, die wir jetzt hier demontieren und nochmal mit Overload Energiebomben überschreiben, die müssen wir nicht wieder montieren. Also hier die Energiegranaten, die fliegen ja jetzt raus. Die Overload-Energiebomben haben das ja ersetzt. Und hier muss ich jetzt nicht Silver Gatling Guns reinpacken, weil wir haben mittlerweile was Besseres. Die Partikel Gatling Guns. Und die hätten wir jetzt sowieso gekauft. Von dem her macht es nicht allzu viel aus. Die im Gegensatz zu den Silver Gatling Guns, mal schauen, da haben wir 365 da bei den Statistiken. Hier haben wir 265. Also, ja, so gesehen 50% mehr Schaden. Wir hätten natürlich auch schwere Laser, aber wir konzentrieren uns mal auf destruktive Waffen. Dann haben wir mal das. Dann ist die Frage, was wollen wir noch austauschen? Wir könnten alles Mögliche austauschen. Wir hätten auch ein besseres Flak-System mittlerweile zur Verfügung. Allerdings, wenn man sich das anschaut, das ist ja um 25% präziser. Also muss man die Frage stellen, ob man hier die jeweils 4 Punkte ausgeben will. Das sind eben die Ressourcenpunkte, die man hier zahlen muss. Die Verfügbarkeit, die ist da vorne. Auf jeden Fall haben wir einen neuen Schild, nicht einen neuen Schild, pardon, einen neuen Antrieb, den wir montieren können. Plasmastromtriebwerk. Das ist im Gegensatz zum Fusionstriebwerk zwar jetzt auch nicht extrem viel stärker, aber das müssen wir sowieso irgendwann aufleveln, trotz der höheren Emissionen. Wenn wir uns das direkt kaufen. Sekundäres Fusionstriebwerk können wir auch gegen Plasmatriebwerk tauschen. Allerdings, da haben wir eigentlich nur eine höhere Emission und sonst mehr oder weniger nichts. Das lassen wir mal. ECM-System, respektive ECCM-System. Könnten wir hier noch was machen? Das lassen wir aber, glaube ich, den Level 2 Versorgungsgenerator. Den Fusionsversorgungsgenerator können wir auch lassen. Sensor Array, da könnte man eventuell, gab es da nicht ein besseres? Habe ich das falsch im Kopf? Genau, das hochentwickelte Sensor Array. Das lohnt auf jeden Fall, weil das ist doppelt so effizient. Das montieren wir. Also Moment, das könnte man natürlich auch zusätzlich montieren und das hier behalten. So als Backup sozusagen. Also egal. Dann, ich vergesse nur, das dann wieder auszuschalten oder einzuschalten und umzuschalten. Verursacht nur Probleme. So, haben wir noch 8 Punkte. Wir können auf jeden Fall hier diese Sickle Gunboats mal mitnehmen. Die sind zwar jetzt nicht besser wie die Sparkfighter, hatten aber irgendeinen Vorteil. Was war das nochmal? Irgendwas war bei denen besser. Weil teilweise geht es ja auch um die Text, die ein bisschen, es kommt nicht ausschließlich auf Schaden und Präzision und so weiter an. Wenn ich es denn noch wüsste. Müsste ich mal genau lesen. Aber nehmen wir die mal mit. So, dann schauen wir nochmal durch. Wir haben den Neutronentorpedo, 2 Partikel Gatling Guns, 2 Overload Energiebomben. Die Flak-Systeme. Könnte man sich überlegen. Sekundäres Fusionstriebwerk. Könnte man sich auch überlegen. Was man sich auch überlegen könnte, ist ein Kampfantrieb. Der ist ganz spannend. Da dreht sich das Schiff um die eigene Achse. Wenn man hier besser ausweichen möchte, den könnte man uns theoretisch noch leisten. Sonst hier können wir, glaube ich, eh nichts montieren. Da haben wir nichts Passendes. Der Firecloud-Generator ist, glaube ich, nur platzsparender. Das ist für die Waffensysteme, genau. Beziehungsweise den werden wir eher auf einem anderen Schiff montieren. Der hat maximal einen Kampfantrieb, wobei ich nicht weiß, ob wir den brauchen. Und dann haben wir die Punkte schön ausgegeben.
Sehr gut. Dann haben wir noch unsere zwei neuen Kampfschiffe. Da können wir auch einiges wechseln. Hier haben wir leichte Laser. Das passt mir eigentlich ganz gut, aber wir brauchen auch irgendwas mit ein bisschen mehr Rums. Wir haben hier Magma-Plasma-Kanonen. Sehr hoher Schaden, zwar nicht sehr präzise, aber da könnte man mal spendieren. Vermutlich für beide Schiffe. Dann, ich denke auch hier, Ionenstrom-Triebwerk ist relativ veraltet. Gibt es ein Plasma-Triebwerk. Dann, was wollen wir noch machen? Ist relativ viel leer. Mal schauen, was ging denn in die Slots da rein. Ein Ablenktriebwerk. Ja, eben auch so ein Spezialtriebwerk. Dann ECM, ECCM-Systeme. Ah, da sekundärer Fire Cloud Generator Level 1. Versorgungsgenerator, da haben wir noch gar nichts. Da sollten wir auch was machen. Der ist ja ein Ersatzgenerator für die Waffensysteme. Und hier ein Fusionsreaktor für die Grundversorgung des Schiffs. Dann hätten wir noch 3 Punkte. Geht sich da noch irgendwas aus, ist die Frage. Was braucht denn hier 3 Punkte? Sekundäres Fusionstriebwerk. Brauchen wir das, ist die Frage. Haben wir noch so Energiezellen vielleicht? Wo sind die nochmal? Schilde, Waffen, Generatoren, Energiezellen da. Genau, da können wir noch eine montieren. Sind 2 Punkte, aber haben wir ein bisschen mehr Energie. Das ist gut. Und dann die Sparta. Das machen wir, wie gesagt, ähnlich. Die hat hier einen schweren Laser im Waffenslot für schwere Waffen. Da kommt auch eine Plasmakanone rein, weil Laser haben wir genug. Dann auch ein Plasmatriebwerk. Vielleicht auch hier sekundärer Fire Cloud Generator Level 1 Fusionsgenerator. So, was haben wir da jetzt noch anders gemacht, dass wir 5 Punkte haben? Plasmabrenner, das haben wir. Eine Flotte bestätigen, da können wir schnell vergleichen. Da haben wir noch eine Elektronenzelle eingebaut. Schaut eigentlich komplett gleich aus. Haben wir da vielleicht einfach nur mehr Punkte gehabt? Habe ich jetzt nicht aufgepasst. Das kann natürlich sein. Gut, dann können wir da ein bisschen mehr ausgeben. Was ist mit unseren Spezialtriebwerken? Das wird sich in dem Fall ausgehen. Ablenktriebwerk. Erschwert das Treffen. Ja, nehmen wir das. Gut. Wie gesagt, die Plasmakanonen und die Umrüstung hier auf die Overload-Energiebomben und die Particle Gatling Guns, das ist mehr oder weniger auch so, was jeder Guide sagen würde. Bei den restlichen Dingen gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander, was man ausrüsten sollte. Es kommt auch darauf an, auf welchen Schwierigkeitsgrad man spielt. Aber ich glaube, so sind wir jetzt ganz gut aufgestellt. Wenig Ressourcenpunkte übrig. Das passt. Können wir starten? Ich glaube, wir können starten. So, und ich nutze ausnahmsweise mal die Intro-Sequenz, um ein bisschen zu plaudern. Das ist nämlich meiner Meinung nach die erste Mission bei Nexus, wo es von riesen Vorteil ist, wenn man die Mission schon kennt, dann tut man sich
nicht unbedingt leicht, aber man findet halbwegs eine gute Lösung. Wenn man die Mission gar nicht kennt, dann tut man sich sehr, sehr schwer, beziehungsweise riskiert einfach, dass man nach 2-3 Minuten direkt verliert. Entsprechend werde ich jetzt die Charaktere nicht gleich losplaudern lassen und die ganze Story erzählen. Vor allem die Gegner erzählen da ihre halbe Lebensgeschichte, beziehungsweise rattern da ihren ganzen Stammbaum runter. Wenn man das alles rumgehen lässt, dann ist man definitiv zu spät dran. Das heißt, da muss man viel, viel früher reagieren. Von dem her hoffe ich mal, wenn es okay ist, dass in der Mission ein paar Unterbrechungen bei den Dialogen geben wird. Aber sonst haben wir wirklich kaum eine Chance, beziehungsweise werden wir uns sehr, sehr schwer tun, da das Ganze noch rumzureißen, wenn man eben nicht in den ersten paar Sekunden schon was macht. Alarmstufe Rot. Unsere Gäste sind angekommen. Warnfeindliches Schiff gefunden. Heißt, wir schalten jetzt schon mal auf Pause und schauen uns die Situation an. Wir hier mit unserer Verstärkung, die Avalanche, Quicksilver und Thunder. Die Avalanche, Gatling Gun, Torpedos, Energiegranaten, Plasmakanonen, die Brutus und die Sparta aus unserer Flotte, die Quicksilver und die Thunder jeweils mit der Gatling Gun, Energiegranaten und einem schweren Laser. Und hier die Gegner, 5 Stück, haben wir noch nicht alle erkannt, wird aber gleich mal so weit sein. Und die Kolossos, die müssen wir schützen, bis die ihren Ford Shield oben hat. Deswegen werden wir uns da mal ein bisschen dazwischen schieben. Mittlerweile schaffe ich es ja wieder, Navigationspunkte zu setzen. Vielleicht sogar noch ein Stückchen weiter vor. Genau, mal alle dahin. Verstanden. Und die Angel Wing, die darf man gleich ihre Energiebomben laden. Ich ziele jetzt mal auf irgendein Schiff. Dauert im Moment, bis die aufgeladen sind, werden wir aber gleich extra Waffenenergie zuweisen. Genauso wie bei der Avalanche. Die Sparta, Brutus, Thunder und Quicksilver. Die bekommen mal die Energie auf die Schilde. So, dann lassen wir mal kurz mal entlaufen. Hey Captain, könnte Sie ein bisschen unterhalten, während wir den Ford Shield aufladen? Deswegen mag man noch nicht losfliegen. Der erzählt und erzählt. So, jetzt sind wir da schon zum Teil in Waffenreichweite, so wie es ausschaut. Hier die Sting. Nicht mehr allzu weit entfernt. Das ist unser erstes Ziel. Und die Frage ist, wer ist unser zweites? Tendenziell die Warbird, auch wenn sie noch relativ weit weg ist. Weil da haben wir eine gute Chance, dass wir mit unseren Energiebomben die Schilde auf einmal runterbekommen. Sonst machen wir für den Moment mal noch nichts. Raga, dem Geißel der Schwachen, Sohn von Garaga, dem Genießer des Blutes, ich sage... So, jetzt fliegen die Energiebomben gleich mal. Das heißt, wir können theoretisch alle hüllenzerstörenden Waffen auf die Sting richten. Genau, die Warbird holt er eh ordentlich auf. Vielleicht die Torpedos direkt auf die Warbirds. Brutus, Sting, Quicksilver, Sting, die Laser lassen wir mal aus. So, haben wir das jetzt richtig? Sting, Sting, Sting. Torpedos schon auf die Warbird. Angel Wing, die darf mal nur sich auf die Overload-Energiebomben konzentrieren. Und da passt es auch. So, die fliegen jetzt jeden Moment los. Wir zerquetschen diese Mann. Da sind sie unterwegs. Schilde sind unten, wie man auch hier erkennt. Das heißt, wir sollten jetzt sofort Hüllenschaden machen.
die Angel wegen der Soma gleich dafür, dass sie die Bomben wieder auflädt. Und zwar möglichst schnell. So, das Ding ist außer Gefecht. Sehr gut. Wie weit ist die Warbird von uns entfernt? Die haut, glaube ich, gerade ab, so wie es ausschaut. Die werden wir verfolgen. Positiv. So. Vorsichtshalber eine Energiebombe hier reservieren. Die zweite. Ja, wir laden sie mal auf. Wir können sie im letzten Moment ja dann deaktivieren. So, Avalanche komplett wechseln auf die Warbird. Ich hoffe, die ist in Reichweite. Die ist relativ weit weg, aber immerhin die Torpedos, glaube ich, treffen. Wer ist uns da sonst am nächsten? Ah, das ist definitiv noch die nächste. Schiffe in den Schild fliegen zu lassen. Jetzt haben wir es im Grad und Grad verpasst, die auszuschalten. Also brauchen wir definitiv noch eine Energiebombe. So, die Sun und die Quicksilver sind draußen. Sind aber relativ schnell. Normalerweise kein gutes Ziel. Warnung. Die halten halbwegs was aus. Warnung. Jetzt mal ein paar feindliche Kampfschiffe. Positiv. Positiv. Verstanden. Konzentrieren wir uns auf die hier. Positiv. Wie schaut's aus mit den Energiebomben? Die ist noch unterwegs. Die hat sich irgendwie deaktiviert, oder ich habe sie deaktiviert und habe es nicht gemerkt. Okay, Warbird ist ausgeschalten. Soweit, so gut. Dann wird unser nächstes Ziel wirklich die Pride. Und ich verrate mal so viel, das Nebenziel ist sehr, sehr schwer zu erreichen. Da müssen wir jetzt eine Entscheidung treffen, das zu versuchen, und man riskiert einfach, dass man das Hauptziel dann nicht mehr erreicht, weil im Moment läuft es noch gut. Wir haben nichts verloren, die sind alle sicher im Schild für den Moment, was auch nicht ganz ideal ist, aber ja. Die ist noch relativ nah, die könnte man also noch erwischen. Positiv! Verstanden. Warnung. Unsere Geschwader. Warnung. Schild ist ausgefallen. Ja, Sir. Meine, die Quicksilver und die Sander, die riskieren wir da jetzt natürlich ein bisschen, das ist klar. Dass wir die unter Umständen verlieren. Wir haben ein Kampfschiff. So, das Geschwader ist fast weg. Feindliches Geschwader vernichtet. So, wo sind die Energiebomben? Bin mir nicht sicher, warum sich die teilweise, ich habe zumindest das Gefühl, deaktivieren. Niedrige Versorgungsenergie. Das Gerät wird abgeschaltet. Notfall. Hüllenintegrität gefährdet. Feindliche Schilde sind zusammengebrochen. Auftrag erledigt. Warnung. Also die Pride. Die hat jetzt die Schilde mal verloren. Dann darf die Quicksilver da ran. Die Avalanche soll auch ausrücken. Wenn man das auf, wenn man so Wählenhülle zerstören, dann begibt sich normalerweise auch in Reichweite automatisch. Die Angel Wing, die darf mal Neutronentorpedos schießen.
Die Overload-Bomben lassen wir auch noch drin. So, das Geschwader ist positiv. Weg. Dann konzentrieren wir uns auf das hier. Gar nichts. Wir haben ein Kampfschiff verloren. So, soll ich es jetzt spoilern oder nicht? Ich glaube schon. Nebenziel wäre, alle Schiffe zu zerstören. Klingt jetzt nicht so schwer, weil es läuft ja gerade gut. Allerdings, die machen sich aus dem Staub. Ab einem gewissen Punkt. Und sobald. Und zwar sobald nur mehr zwei Schiffe da sind, machen sich die aus dem Staub. Warum? Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das noch sehen werden, weil. Sobald eben hier das vernichtet ist, sind nur mehr zwei übrig und die hauen dann ab. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob wir den Grund dann noch erfahren. Warnung! Feindliche Kampfschiffe nähern. Sonst verrate ich das auch noch. Grund wäre, die brauchen drei Schiffe, um einen Belagerungslaser aufzubauen. Das versuchen sie, glaube ich, gerade, sich hier eben Informationen zu bringen. Und Belagerungslaser kann eben den Schild durchdringen. Unsere Aufgabe entsprechend, diesen Belagerungslaser zu zerstören. Und da genügt es eben, wenn man eins von diesen drei Schiffen ausschaltet. Und dann haben sie keine Chance mehr auf den Laser und entsprechend hauen sie dann ab. Das hat man fast geschafft, nicht ganz. Aber ich glaube, die nächste Energiebombe, weil er willens ist, die zu schießen. Rache, meine Brüder! Rache! Ja, jetzt ist die Pride eben auch außer Gefecht. Und die anderen machen sich jetzt durch. Glaub nicht, dass wir da eine Chance haben, die noch auszuschalten, bevor sie flüchten. Ja, Sir. Jetzt haben wir den Belagerungslaser gar nicht gesehen. Den habe ich jetzt gerade übersprungen. Tut mir fast leid. Es ist ein bisschen zu schnell wieder gegangen. Aber eben, die hätten sie jetzt hier zu dritt aufgebaut. Und das zentrale Schiff schießt dann eben einen Laser hier auf unseren Schild. Schauen wir mal, vielleicht schaffen wir es doch noch, da die eine oder andere auszuschalten. Die sehen unsere Kameraden schreien aus dem Bauche. Schicklos nach Vergelt! Feindliche Schilde sind zusammengebrochen. Aye, aye, Sir. Positiv. Aye, aye, Sir. Verstanden. Aye, aye, Sir. Ah, das wird sich nicht mehr ausgehen. Die laden jetzt schon einen IP-Eintrieb auf. Auftrag kann nicht erledigt werden. Und weg sind sie. Naja, haben wir den Belagerungslaser nicht gesehen, dafür ja, die Mission ohne große Verluste geschafft. Die Sander leider zerstört, aber evakuiert und eben Nebenziel nicht erreicht. Aber wie gesagt, da muss man ordentlich gamblen sozusagen, also was riskieren, weil man kann eben das dritte Schiff nicht zerstören, sondern muss hier eben alle bearbeiten, schauen, dass man den IP-Antrieb erwischt oder sie einfach manövrierunfähig schießen oder was auch immer. Gut, manövrierunfähig genügt gar nicht, dann hauen sie auch ab. Also es muss gezielt den IP-Antrieb deaktivieren. Für das braucht man die Kampfboote, braucht die Laser. Sobald man da dann eben eines von den kleinen Schiffen verliert, wird schon schwierig. Man muss im Prinzip, was ich jetzt auch nicht gemacht habe, viel aggressiver dann vorgehen mit den zwei Schiffen, die man selber noch mitbringt. Also die Angel Wing kann durchaus hinten bleiben, aber eben die zwei Schiffe, die man da selber mitbringt, die Brutus und die Sparta, glaube ich, heißen sie, die müssen dann eben vorrücken, müssen mit ihren Lasern schießen, riskieren, von Torpedos getroffen zu werden. Die verliert man dann und die bekommt man auch nicht wieder. Das heißt, die hat man dann in der nächsten Mission nicht mehr. Von dem ist das die sichere Variante, wenn auch vielleicht ein bisschen langweiligere sozusagen. Eventuell wäre es eine Möglichkeit, dass ich es noch ein zweites Mal versuche, das Ganze auch aufzeichnen und schaue, ob ich die Nebenmission auch noch lösen kann. Ich werde es probieren. Heißt, wenn ihr jetzt hier
wenn du in die Videobeschreibung schaut, wenn da ein Link ist auf Versuch Nummer 2 oder so, dann habe ich es gemacht, erfolgreich. Und falls ich es nicht erfolgreich schaffe, dann leben einfach damit, dass wir jetzt das Sekundärziel nicht erreicht haben. Wie Sie vielleicht wissen, wurden unsere Aktionen durch fehlende Aufklärungsdaten behindert. Die Gor konnten eine stärkere Verteidigung aufbauen, als unsere Experten erwartet haben. Durch die Inkompetenz anderer haben mehrere Schiffe schwere Schäden erlitten. Ich musste mich mit ihnen zurückziehen, damit sie repariert und mit stärkerer Panzerung versehen werden. Sobald wir unsere Vorbereitungen abgeschlossen haben, jage ich diese verdammte Festung in die Luft, sodass nicht mal ihr Erbauer sie wiedererkennen wird. Bis dahin habe ich eine Aufgabe für Sie. In diesem Sektor befindet sich momentan ein Aufklärungstrupp. Obwohl Sie bisher reichlich Fehler gemacht haben, müssten wir ohne Ihre Hilfe blind fliegen. Eines der Schiffe wurde bei einer Mission beschädigt. Da es sich im Weltraum nicht selbst tarnen kann, versteckt es sich im Ring von Atrox 9. Diese verdammten Gork jagen das Schiff bereits und benutzen einen IP-Blocker, um es an der Flucht zu hindern. Sie werden eine Weile brauchen, um das Asteroidenfeld zu durchsuchen. Unser Schiff hält es nicht mehr lange dort aus. Also holen Sie es raus, Captain! Gut, also nächstes Mal eine Rettungsmission bei oder von den Gork vielmehr. Und mal hier kurz reinschauen. Ja, alles noch da. Und eben, da würde man durchaus riskieren, dass man die Brutus und die Sparta verliert. Und die hat man tatsächlich dann in der Mission nicht mehr. Wenn man beide verliert, bekommt man eine ersetzt. Aber so natürlich hat man die Flotte vollständig. Wenn auch nicht gerade, wie ich sehe, mit allzu viel Ressourcenpunkten. Das heißt, sehr viel werden wir dann nächstes Mal nicht umrüsten können. Gut, dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank und baba.